Ja, kann natürlich auch noch ein bisschen mehr weggefressen sein, aber es sind sehr, sehr kleine Nagelspuren. Hoffentlich war das eine Ratte, dann weißt du zumindest, dass es eben so etwas war und dass man das bekämpfen kann. Dafür sind ja die Schiffskatzen da. Gibt keine doppelten Bohlen. Bin eigentlich frustriert. Nichts, was offensichtlich für einen Paktierer spricht. Du bist eigentlich ein bisschen enttäuscht. Dein Bauchgefühl sagt dir, dass du richtig bist, aber die Beweise sprechen eine gesamt andere Sprache. Eigentlich entlasten die Beweise ihn alle. Er schläft doch auch hier in dem Labor, er steht am Bett oder Ja, er woanders. schläft in dem Labor. Habe ich das schon durchsucht? Du Und hast deine auch unter Pin? die Matratze geguckt, ja? Okay. Habe ich auch meine Schränke beiseite gezogen? Ja, du kannst auch alles, was irgendwie nicht angeschraubt, angenagelt ist, kannst du auch irgendwie wegziehen oder dann drunter gucken. Die Schubladen von unten, von oben abklopfen. Unter seinem Kissen hast du noch ein Buch gefunden, was er wohl gerade liest. Ist wohl eins von Boltaks Tagebüchern, Teil 5, irgendwie Landschaftsbetrachtung des Schlundes. Ja, das ist wohl gerade seine aktuelle Lektüre. Finde ich unter den Büchern eigentlich verbotene Werke? Nein. Also viel geografisches Wissen, was derzeit dabei ist, und eben aktuelle Tagebücher von Mannschaftsmitgliedern, die allerdings sehr ungelesen wirken, nicht wirklich interessant, also sie sind nicht durchgeblättert. Dann würde ich mich mal in die Mitte des Raums stellen und wo würde ich mich verstecken? Wo würde ich meine Geheimnisse lagern? Lass mal so im Blick nochmal so durch den Raum Würfel mal schweifen. eine Klugheitsprobe. Dir ist aufgefallen bei verschiedensten Gesprächen mit ihm, dass er ein eidetisches Gedächtnis besitzt. Das ist eine unglaublich interessante Gabe, über die du ihn sicherlich beneidest, zumindest andere Magier beneiden Menschen mit eidetischem Gedächtnis, denn die vergessen nie und haben ein fotografisches Gedächtnis. Ja, klar, also sicherlich kann es verbotene Bücher mal gegeben haben in seinem Besitz oder mit verborgenem Wissen, aber wenn er die schon gelesen hat, dann muss er sie auch nicht weiter mitführen. Das ist so das, was dir in deinem Kopf rumspukt. Aber wozu hat er denn überhaupt Bücher? Wenn er es einmal liest, lernt er doch diese Bücher auswendig. Er braucht sie nachher nicht mehr. Tja, das ist die Frage. Ich werde immer frustrierter. Verdammt. Ich weiß, da ist etwas. Verzeiht, der Kapitän. Ja. Ich habe ihn jetzt durchsucht und ich habe auch leider kein Paktmal an ihm gefunden. Ich habe jetzt noch nicht die Haare wegrasiert, zumindest die Halbglatze. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er unter der Halbglatze noch etwas trägt oder unter den Augenbrauen, aber Kommt ich mal würde. hinein. Ja, verzeiht. Also, wir haben ihn entkleidet, wir haben ihn durchsucht. Und wir konnten auch unter seinen Fußsohlen oder so etwas nichts entdecken. Er hat seine Zunge ausgestreckt. Wir haben sämtliche offensichtlich zugänglichen Körperregionen dokumentiert. Ich habe Ja, nichts gefunden. gibt es eine Möglichkeit für einen Partierer seine Paktmale nicht unbedingt zu verstecken, aber zu tarnen. Tja, da bin ich leider nicht bewandert. Ich komme zwar aus einem Drakoniterhort und habe zumindest die theoretische Erfahrung mit dem praktischen Kampfe, aber nun, die Paktierer des Spiegelmachers sind tatsächlich sehr raffiniert und geben sich nicht oft zu erkennen. Es ist also umso schwieriger, hinter ihre Paktmale zu kommen, aber sie müssen offensichtlich sein und ich habe kein offensichtliches gefunden. Gibt es einen anderen Weg, sein Paktierertum zu erkennen auf Kamalenweg? Nun, eine Seelenprüfung müsste das ergeben. Das ist allerdings unglaublich anstrengend. Könnte diese durchführen? Nun, so etwas ist immer mit der Zustimmung eines solchen zu machen, wie gesagt, für nicht nur mich, sondern auch für ihn. Ich würde es tun, wenn ich mir sicher bin, dass er es verbirgt. Ich würde es tun, wenn ihr es befehlt, aber. Was glaubt ihr? Haltet ihr ihn für einen Paktierer? Euer subjektiver Eindruck? Mein subjektiver Eindruck.
Die Fakten sprechen dagegen. Das ist das, was ich sagen kann. Lassen wir die Fakten mal außen vor. Was glaubt ihr? Was ist euer Gefühl? Mein Gefühl? Er war immer so nett. Nun, das qualifiziert sich nicht unbedingt für, nun ja, für diesen Posten. Nein, versteht, was ich... Also, normalerweise würden Paktierer doch eine Abneigung vor allem gegen mich verspüren. Aber auch er hat dies nie offen zur Schau getragen. Natürlich, er ist jetzt niemand, der mit einem Dolche im Rücken steht und lauert oder offen das Schwert zieht. Das ist er nicht, aber... Ich würde tatsächlich auf weitere Beweise warten, bevor wir diese seelenkundliche Prüfung bei ihm anstellen. Wir können ihn natürlich noch einmal in Weihwasser tunken und ihn von Hasswolf behandeln lassen, aber diese seelenkundliche Prüfung, wenn ihr sagt, dass ihr es... Wie gesagt, wir haben keinen Beweis. Ich hatte auf euch gehofft, dass ihr steht in Verbindung mit euren Göttern, dass ihr etwas fühlt, das uns verborgen bleibt. Nun, ich habe ihn berührt. Ich habe selbst keine Schmerzen gespürt und auch er zeigte keine Reaktion auf meine Berührung. Er sagte zwar, dass meine Finger kalt sind, aber mehr sagte er nicht. Ich habe ein komisches Gefühl bei ihm und ich werde dieses Gefühl nicht los. Nun, dann such doch die verschwundenen Tagebücher und dann kommt ihr noch einmal zurück auf mich. Ich durchsuche auch gerne noch weitere Leute auf Paktmal oder dergleichen mehr. Schauen wir, ob wir jemand ausschließen können. Ja, es bleibt wohl nichts anderes übrig. Glaubt mir, Kapitän, ich würde diesen Paktierer noch viel lieber finden als ihr. Ist besonders frustrierend für mich. Ja. Nun gut. Gut. Gehen er sagte... dass er eine Entschuldigung möchte, aber ich glaube, das ist etwas zu verfrüht, oder? Ich denke auch. Er kann froh sein, dass er auf dem Schiff bleiben darf. Nun gut. Dann solltet ihr euch eventuell überlegen, was ihr mit dem Alchemielabor macht, wenn ihr ihn hier absetzt. Und nun, ich weiß nicht, was ihr mit ihm vorhabt, aber gebt ihm eine einfache Kajüte und lasst ihn schreiben oder so etwas, dass er nicht gefährlich ist. Solange er kein Dolch oder so etwas bei sich führt. Ein Waffenverbot hat, kann er ja auch kein Unglück machen, oder? Nun ja, Paktierer können die unmöglichsten Dinge mit den unglaublichsten Dingen anstellen. Wenn er einer ist, ja. Und wenn er keiner ist, dann tut er einem Menschen tatsächlich großes Unrecht an. Möglicherweise, aber ich vertraue auf mein Bauchgefühl. Das solltet ihr auch nicht ignorieren. Nun gut. Entschärft ihn so weit wie möglich. Lassen wir erstmal diesen Spiegel unter Deck bringen. Ich lasse ihn nicht hier. Also gut. Dann werde ich die Dukatengardisten anweisen, dass sie diesen Spiegel erst einmal zu den anderen Sachen wie dem Maraskan-Stahl bringt, die wir geladen haben, ja? Ja, eine gute Idee. Dann bis gleich. Ja, wie machen wir weiter? Ihr durchsucht gegenseitig eure eigenen Räume. Jalan bei Rafim. Rafim hat nicht so viele Dinge. Was könnte er denn bei dir finden? Irgendetwas Ekelhaftes? Ja, also er findet eine große Sammlung aus Holzpferden, tatsächlich sehr viele. Er würde Berichte an die Heimat finden, was ihn interessieren würde. Eine Sammlung von Waffen. In der Ecke steht ein sehr verstaubter Chorspieß. Hat er ihn auch noch nie führen sehen. Aber ansonsten... hat Rafim tatsächlich wenige Besitztümer. Jalan schaut überall mal kurz rein, blättert halbherzig die paar Papiere, die da rumliegen, durch, ist dann zufrieden und geht wieder. Also du siehst, dass er Berichte schreibt über das, was wir tun an die Heimat. Ja. Und würde nicht. Ich glaube, ich lese die halt nicht. Ich nehme das zur Kenntnis, aber solange ich die nicht lese, werden die mich, glaube ich, nicht empören. Und Jalan hat, glaube ich, keinen Bock, die jetzt zu lesen. Oder schaut halt nur so weit drauf, um sicherzustellen, dass es nicht Zulamins Zeug ist. Und naja, Zulamins Handschrift kennt er ja. Ja, ist auch meilenweiter Unterschied zwischen Zulamins Handschrift und der von Rafim. Diamantis. Ich wundere vielleicht, dass Rafim überhaupt schreiben kann, aber da hört's auf. Diamantis, was findet Rafim denn bei dir?
Vor allem an verbotenen Dingen. Oder merkwürdigen Dingen. An verbotenen Dingen. Eine riesige Truhe mit Carino-Zigarren. Erstmal genau das, was man, wenn man das zumuten würde, eine riesige Truhe voller Zigarren, wo überall das Carino-Wappen drauf sind. Seine Abalone, die er da ebenfalls an der Wand aufgehängt hat. Und über die Abalone befindet sich der Speer der Todesechse, den er da ebenfalls als Trophäe mit in seine Kajüte gebracht hat. Hat die Abalone einen Namen? Ja, natürlich, das ist Bitsy. Bitsy. Natürlich auch mit einem großen Holzbrett angebracht, wo dann eben auch eingraviert ist mit Goldlettern. Bitsy. Ja, sonst einige Werkzeuge wirst du da finden, die er aus der Zimmer, also aus der Werkstatt mal mit rausgenommen hat und nicht zurückgebracht hat. Sonst einige Papiere. Du kannst so einen Blick drauf werfen. Das sind Anfänge der Poesie, womit er sich ein bisschen beschäftigt hat. Jedoch sind viele durchgestrichen, zusammengeknüllt, irgendwo in die Ecke geworfen und ziemlich schlecht. Also er hat da zwar über zwei Blätter hinweg versucht, einen guten Reim auf Rotze zu finden, aber hat es dann auf den restlichen Blättern wieder aufgegeben. Und sonst scheint Diamantes Kajüte recht unspektakulär. Ja, ich würde deine Poesie lesen und er sieht tatsächlich sehr beeindruckt aus. Oh, so viele Reime, oh, das wird die Frau aber mögen. Ja, vor allem als du als Reim, Rotze und Kotze liest, fängst du erstmal ein bisschen an zu kichern. Oh, er hat auch noch Humor mit reingebracht, das zeigt einen wahren Künstler. Ja, ich nicke noch einmal in Tekalas Richtung. Ich nix geklaut. Ja, bist du dir da auch ganz sicher? Ja. Na gut. Ich musste fragen. Ich guter Schüler von Hasswolf. Ja, der ist ein unsympathisches Arschloch. Aber guter Schüler. Ja. Ja, möchtest du ein Holzpferd? Ja? Ja, du möchtest eins. Ach, wunderbar, hier. Und ich überreiche ihm mein Holzpferd. Da fehlen Beine. Die kommen noch. Das ist ein Seepferd! Hier kommen noch. Pferde mit 8 Beinen sind schneller. Und können besser klettern. So, jetzt redest du aber wieder komisches Zeug. Räum mal die ganze Scheiße auf, die ich umgeschmissen habe. Das war ich übrigens nicht, wenn er fragt. Dann würde ich mich umdrehen und gehen. Ja, er guckt dir so ein bisschen verzweifelt hinterher und hast du dir vielleicht noch eine Zigarre von der Carinos mitgenommen? Nein, aber es ist unglücklicherweise eine Box unglücklich durch das Loch gefallen, das ich wieder aufgeschlagen habe. Ach nein. Da kann ich aber nichts für. Hast den Teppich wieder drüber gezogen, damit er das Loch nicht sieht? In die Wand habe ich einfach reingehauen. Das ist, das ist das Belüftungsloch. Jalan, was findet Zulamin denn Ekelhaftes in deiner Kajüte? Oh, Ekelhaftes? Ich denke, im Schreibtisch, wo Jalan fast, glaube ich, genauso viel Zeit verbringt wie er bei mir, findet sie natürlich Berge über Berge von Papieren, die mit der Buchhaltung von der Schiff zu tun haben. Und dann in unbequemer Nähe zueinander, sowohl leere als auch Halbfleule Weinflaschen, als auch kleine Fläschchen mit irgendwie, so weißt schon, so hier Schädel und gekreuzten Knochen darunter. Oder 3 Kreuzen drauf oder sonst irgendwie, die nicht weiter beschriftet sind. Ansonsten, seine persönliche Habe ist alle in der Kiste unter seiner Hängematte aufbewahrt. Da findest du ein großes Sammelsurium an klimpernden Dingen. Eine Mischung aus Klingenwaffen und Rüstungsteilen. Und irgendwo dazwischen glitzert dir golden, wenn es dir dann auffällt, eine leicht angeschmolzene Falkenmaske entgegen. Ah, okay. Was ist mit Gift? Wie gesagt, bewahrt er neben dem Wein auf. Okay. Ach, das sind die Gift. Ja, okay. Jetzt dann weiß ich, was du damit meintest. Also, wenn man es aufmacht, riecht man es, glaube ich, sofort. Ansonsten könnte man es auch einfach nur für den guten Schwarzgebrannten halten. Ja, aber es sind zumindest nicht die Tagebücher. Nein, es sind ja seine Tagebücher. Die noch da sind. Ja, Zulamin, liest du die vielleicht? So, was er an seine Frau schreibt? Oh ja, ein Stapel unabgeschickter Briefe an seine Frau. Ich bin neugierig. Ich glaube schon, dass ich gucke. Oh Gott. Wie viel Zeit nimmst du dir, diese Briefe zu sichten? Also schaust du in jeden einzelnen rein?
Ich wollte mich eigentlich erst... Nein, also ich also denke... Sind ich denke, ich mache den aktuellsten auf, also wenn der nicht zugeklebt ist. Die sind alle nicht zugeklebt. Ich glaube, die sind nicht mal in Umschlägen. Und ich glaube, so nach dem ersten Brief ist es dann wahrscheinlich auch mehr, als ich ertragen kann. Ja. Jala, was steht denn im ersten Brief drin? Ja, und Wortlaut habe ich nicht für dich. Du würdest es als leidenschaftslos betrachten. Jala erzählt halt von mundanen Dingen. Nichts davon ist dir irgendwie in Erinnerung, in letzter Zeit passiert zu sein. Aber wahrscheinlich hast du einfach nur vergessen, welch herrlichen Witz Boltax vorgestern beim Frühstück gemacht hat. Er quittiert das dann ganz schluss noch mit dem Satz, ich liebe dich und hoffe bald wieder in deine Anwesenheit genießen zu dürfen. Hat mit seinem vollen Namen unterschrieben und das scheint alles zu sein. Oh Gott! Aus Sicht eines Reihergehörten vielleicht ein wenig traurig. Ja, Zulamin liest das, während zwei Katzen links und rechts auch schauen und schüttelt den Kopf. Diese Ehe ist so unendlich traurig. Was ist das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben ist? Du merkst, es ist die Rückseite von irgendeinem anderen Papier, wo man die Tinte abgekratzt hat. Warum erzählt er ihr das? Es ist vollkommen langweilig. Vermutlich, weil ihr das wirklich dir nicht erzählen kann. Und sie legt den Brief wieder beiseite und wendet sich der Aufgabe zu, wegen der sie eigentlich in erster Linie hergekommen ist, bevor Rafim das mit dem Durchsuchen aufgebracht hat. Nämlich, sie wollte die beiden Exemplare von den astralen Geheimnissen nebeneinander legen und vergleichen. Ja. Du schaust nochmal kurz nach hinten zu den Briefen. Gott, die Begegnung auf Sorak hat ja einfach nur kurz abgehakt mit: Wir waren heute auf einer Vulkaninsel. Das war's. Er hat nicht mal Vulkaninseln gesagt. Er hat aber nur gesagt, wir waren auf einer Insel, die Sorak hieß. Ich habe nach Quanionen gesucht und keine gefunden. Vulkaninsel klingt doch viel zu gefährlich. Die haut ihn grün und blau, wenn er sagt, dass er auf einer Vulkaninsel war. Ein absolutes Trauerspiel. Und seine Frau soll wohl Rondrianerin sein, na gut. Aber dann widmest du dich wieder den Büchern, die vor dir liegen. Und das Buch von Kanesetiana ist nicht viel, aber etwas dicker. Gut, ich denke, das wird eine Weile dauern, aber ich versuche mal zu lokalisieren, woran das liegt. Also ich achte auf die Schriftgröße, beziehungsweise schaue, ob irgendwo ein Teil länger zu sein scheint. Ja, würfel gerne mal auf Sternenkunde. Das ist nicht wirklich meine Stärke, aber ich habe es aktiviert nach der Pleite beim letzten Mal. Rechnen könntest du auch machen. Lass mich mal sehen. Ist beides ziemlich schlecht. In Rechnen habe ich einen Punkt mehr. Ja, die astralen Geheimnisse, Gegenwart und Prophezeiung sind untrennbar miteinander verbunden. Die Sterntafeln müssen ja auch irgendwo hier sein. Mit denen navigiert ihr euch ja auch. Mit denen hattet ihr euch dann gemeinsam mit Kapox Hilfe dann vor allem vom Maraskan zurechtgefunden. Du blätterst wieder mal durch, schaust auf die Zeilen, auf die Nummern, die unten stehen, kamatische Kausalknoten, Unschärfe-Thesis. Auch das Deuten der Zeichen wird wieder einmal thematisiert, aber du hast das Gefühl, dass das Buch von Kanesetiana einfach mächtig ist. Während das andere einfach nur so da liegt, als wäre es ein normales Buch. Und du schaust und schaust und vergleichst und das ist unglaublich ermüdend. Du musst wirklich mit dir kämpfen. Wirf mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Ja, es fällt dir schwer, nicht einzuschlafen. Aber dann bist du am Ende angekommen und sie sind unterschiedlich dick. Und das liegt nicht an der Seitengröße, aber du weißt nicht, warum das Buch von Kanesetiana größer und dicker ist. Wilhelmin schüttelt den Kopf und betrachtet etwas frustriert die beiden Bücher, von denen eindeutig das eine dicker ist und vielleicht würde man mehr Zeit brauchen, um es herauszufinden. Ja, was tut er, weil Boltax?
Ja, ich bin auf Deck und warte, weil ich nichts zu tun habe und wahrscheinlich niemand in meine Kajüte möchte. Gut. Weil, was soll man da schon finden? Ich gehe in deine Kajüte auf jeden Fall. Ich gehe in jede Kajüte. Okay. Dann, Boltax, was findet Rafim denn bei dir? Ja. König. Jo. Oh, vorsichtig, Groschow beißt ständig. Aber wenn du, wenn du noch einen Finger verlieren willst, ist gut, aber ansonsten pass auf. Genau. Jo. Oh, Gollach, du stehst schon wieder im Weg. Ich hebe Boltax ganze Sachen hoch und... Die Kajüte ist so klein, Mann. Ja, meine Güte. Wir sind ja einfach nicht geschaffen. Geh mal mit deinen Muskeln weg. Oh, ja. Was ist denn hier? Was finde ich denn bei dir, Boltax? Richtig, also, du findest zum einen eine Decke, auf der Groschow liegt. Der hat wohl gerade ein Ohr, an dem er kauert, das ihm vermutlich... der gute Gornach gegeben hat. Sieht auch eigentlich ganz zufrieden aus. Ansonsten hat er noch ein paar Spielzeuge. Du siehst in der einen Ecke des Zimmers ein kleines Bettchen, könnte man fast sagen, wobei das eher eine Steinplatte ist. Also Boltax hat sich eine Steinplatte in die Kajüte legen lassen, auf der er auch immer nächtigt. Auf der anderen Seite steht ein Schreibtisch, auf diesem befinden sich einige Dokumente, unter anderem ein aufgeschlagenes Tagebuch von Boltax, in dem er gerade geschrieben hat, aber auch eine Sammlung von verschiedenen Papieren, die offensichtlich aus euer aller Tagebüchern zu stammen scheinen. Des Weiteren findet sich in der Schublade ein großes Säckchen mit Edelsteinen. Du weißt jetzt nicht genau, wie viel da drin sind, aber es ist eine ganze Menge. In der anderen Schublade befinden sich die ganzen Dolche, die Boltax besitzt. Und auf der einen Hälfte des Schreibtisches liegen noch ein paar Werkstücke, an denen Boltax gearbeitet hat. Eine Krone aus Gwen Petrül und er hatte ja auch noch an den Vulkanringen gearbeitet. Hier findest du verschiedene Exemplare, die er dann wieder verworfen hat, die ihm nicht so gut gefallen haben. Außerdem findest du verschiedene kleinere Bernsteinschnitzereien, da auch das Fingerübungen sind, die Boltax immer wieder macht. Auf der anderen Seite steht eine kleine Truhe, in der Boltax seine Rüstung lagert, weil er trägt die ja meistens nicht. Und du findest ein, zwei Gewänder. Was noch ganz interessant ist, ist, dass er hier wohl damit begonnen hat, Kristalle zu züchten und die eine Seite der Kajütenwand schon so ein bisschen von einem kristallernen Glanz überzogen ist. Da lässt er wohl irgendwie Wasser runterlaufen, das er mit Salz versetzt hat und das kristalliert gerade so ein bisschen aus. Ja, also kannst du das lesen, was da steht? Das sind ja komische Zeichen. Nee. Kann ich lesen. Oh, du bist so ein guter Gonnach. Ich pass hier nur auf. Ja, sehr gut, sehr gut.